Hallihallo, Hallöchen. Ich hoffe, alle sind gesund und munter und wir schauen auf die Liebe. Wir gucken mal, was dein Schnuckiputzi heute macht. Es ist natürlich auch interessant zu wissen, was mit dir so los ist, aber im Grunde reicht das für die allgemeinen Orakel, wenn ich hier auf einen schaue. Es kann sein, ich beschreibe dich, es kann sein, ich beschreibe dein Gegenüber, es kann auch sein, ich mache einen Mix aus allem, weil alles ist mit allem verbunden. Mal ist der eine mehr Otto und der andere mehr Zapunzel und mal ist es anders. So setzt sich eben kollektiv zusammen. Und ja, je nachdem, was ich hier erzähle, entweder erreiche ich dich mit meinen Worten. Die Orakel bauen nicht aufeinander auf. Deshalb ist das so ein bisschen Glückssache, ob du dabei bist oder nicht. Ich werde zum Anfang immer ein paar Überschriften suchen, die dann, ja, zumindest schon mal so eine Richtung anzeigen und was dann auf dich zukommen will, das kommt danach. Ich suche mir jetzt erstmal ein Deck und ich wüsste ganz gerne, wo ist der Otto gerade in Liebesdingen unterwegs? Also in Bezug auf dich jetzt, ne? Und der Typ hier heißt Otto, weil das so ein schöner Spiegelname ist und man sich ja, mit anderen Menschen im Grunde immer den Spiegel vorhält. Nur mit so einem Otto ist es halt eben sehr extrem, dass man da nicht vor wegrennen kann oder wenn dann nur bedingt. Das ist ein Mensch, der ploppt ja immer wieder auf und es wird dir nicht gelingen, da echt einen Schlussstrich zu ziehen, obwohl du ansonsten sehr gut in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen. Otto ist im Hier und Jetzt angekommen. Das ist sowieso seine Spezialität, aber es war lange Zeit so, dass er da wirklich seine Vergangenheit mit sich rumgeschleppt hat. Immer wieder sind Panikattacken an die Oberfläche gekommen oder Albträume, weil seine Kindheit, seine Jugend ja schon eher traumatisch verlaufen ist. Also zumindest bei den Ottos, von denen ich hier rede. Aber da scheint jetzt so viel Vergangenheitsbearbeitung stattgefunden zu haben, dass er zumindest jetzt in der Zeit, in der Zeit, wo ich jetzt über ihn spreche, wirklich den Moment genießt, im Hier und Jetzt angekommen ist. Er macht sich heute keine großen Sorgen darum, was morgen sein soll, aber er driftet eben auch nicht mehr ab in die Vergangenheit und hadert mit seinem Schicksal. Das ist im Grunde ja schon mal nicht das Allerschlechteste. Fragen wir doch mal, wie er sich selber gerade sieht. Was hat er für ein Bild von sich selbst, Spirit? Da bin ich jetzt selber mal gespannt. Der Unersättliche, ja. Aber auch der Alchemist, natürlich hat der magische Fähigkeiten. Der hat manchmal Dinge auf Lager, da weiß ich zumindest nicht, wie das Menschen möglich ist, wie man so präzise die Gedanken eines anderen Menschen lesen kann, wie man so präzise einen Mensch praktisch in Rastern sieht, um festzustellen, wo ist die Energie gestaut, wie kann ich da wieder für sorgen, dass es fließt. Also Otto, mein Otto, von dem ich hier spreche, hat auch heilerische Fähigkeiten, dessen ist er sich auch bewusst. Er hat nur noch eine gewisse Scheu, diese Fähigkeiten auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, weil er Mensch ist, der die Energien anderer halt eben aufsaugt wie ein Schwamm. Wer von uns kennt das nicht? Und manchmal ist es leicht, die Energien wieder zurückzuschicken. Manche Energien sind aber so hartnäckig, da kannst du tun lassen, was du willst. Und da hat er ein bisschen ziemlichen Respekt vor. Aber so jetzt in Bezug auf dich ist er eigentlich sehr unersättlich. Sagen wir mal so, er ist ein Mensch, der schnell gelangweilt ist, weil er erstens vieles schon gesehen hat und zweitens braucht er aber auch immer irgendwo Input. Der muss irgendwo bei Laune, bei Interesse, also ne, da muss irgendwo immer wieder ein Interesse geweckt werden, sonst verliert er schnell den Fokus. Dessen ist er sich auch bewusst und er weiß auch, was er dir dann abverlangt. Also für all die, die sagen, ich habe ihm geschrieben und du schreibst nur, hallo, wie geht es dir? Ja, das liest er mal kurz und wenn er dann mal die Treppe hoch und runter gelaufen ist in seinem Haus, dann hat er das, hallo, wie geht es dir, schon lange wieder vergessen. Dich nicht, aber diese Message. Also deshalb
ist es immer ratsam, dass wenn man was schreibt, man irgendetwas schreibt, was zumindest ein bisschen was auslöst in ihm. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute im Freundeskreis habt, die euch jeden Morgen eine Kaffeetasse schicken. Das ist lieb gemeint und wohlgemeint, wenn das aber von 10 Leuten oder so passiert. Also, ne, du verstehst vielleicht, dass sowas auch schnell abgenutzt sein kann, weil es eben nicht persönlich genug gehalten ist. Er weiß, dass er Input braucht und er weiß auch, dass er da die Messlatte immer sehr hoch ansetzt. Er ist halt, wie er ist. Ne? Ich versuche ihn auch nicht in Schutz zu nehmen, versuche nur ein bisschen zu erklären, wie er eben so tickt. Und wenn du ihn hier wiederfindest, dann kann das ja vielleicht auch dazu führen, dass du Verständnis haben kannst. Das heißt ja nicht, dass du alles mit Applaus belohnst. Wie sieht er dich? Er ist im Grunde seines Herzens ein schüchternes Wesen, der zu Beginn dieser Geschichte auch nicht sehr viel Selbstwertgefühl hatte und der denkt, dass du so sicher mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, dass dich so schnell nichts aus den Socken haut. Der glaubt auch nicht, dass es irgendwelche Grenzen gibt, die du nicht bereit bist zu überspringen, wenn du die Notwendigkeit dafür siehst. Also der sieht dich als einen sehr selbstsicheren Menschen. Er ist aber selber ein Mann, der es auch liebt, andere zu beschützen. Bist du also zu selbstsicher, fühlt er sich zu schwach. Das ist immer so ein Balanceakt. Ne? Also ich schaue halt hier aus der Sicht einer Frau auf einen Mann. Die Männer, die mir zuschauen, es sind wenige, wenn ich den Analysen glauben darf, die müssen sich das umwandeln. Eine starke Frau an der Seite zu haben, ist schon klasse, aber wenn die starke Frau das allzu sehr raushängen lässt, dann kann das so einen Mann auch nerven. Und vor allen Dingen, ja, wenn sein Selbstwert noch nicht wirklich da oben angesiedelt ist, dann kann er sich da auch vielleicht nicht ganz so gut mitfühlen. Deshalb. Aber heute, seine Energie heute in deine Richtung ist wie aufgestellt. Da sitzt der König auf dem Thron. Weiß ich jetzt nicht, für wen ich jetzt wieder reden muss. Habe ich anders heute mitbekommen. Aber wir haben jetzt hier für diese Legung einen Otto da auf dem Thron sitzen, der sein Leben lang auf kluge Frauen gehört hat, der immer Kommandos bekommen hat von seiner Ex-Partnerin, von seiner Mutter, der das hasst wie die Pest, der aber dann genau weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Und das ist für ihn auf der einen Seite auch eine wunderschöne Richtlinie. Und auf der anderen Seite meldet sich dann so der Freigeist: Ich lasse mich doch hier nicht kommandieren. Darf ich dann noch eine zweite zu haben? Das ist auch häufig so eine Sache, Männer, die sehr dominant sind, und das waren die Ottos am Anfang extremst. Das sind die, die sich nie mehr von Frauen kommandieren lassen möchten. Jetzt haben wir hier aber auch noch den König der Kelche und das Rad des Schicksals. So wird ein Schuh draus. Das ist das, was ich erzählen soll. Am Anfang tut er so, als wäre er hier der Regimentsführer und wüsste ganz genau, was wann wie zu tun wäre. Am Anfang war er auch ein Mensch, der versucht hat, dich zu belehren. Kamen auch manchmal schlaue Tipps bei um die Ecke, aber manchmal hat er dir auch Dinge erklärt, die du lange schon wusstest. Ich glaube, ihr seid jetzt an einem Punkt angekommen, wo Kopf und Herz irgendwo im Einklang sind. Oder zumindest er ist da angekommen, weil der Rad des Schicksals so einiges nochmal bewegt hat in seinem Leben. Und er jetzt einfach dabei ist zu erkennen, was er da für einen tollen Fang mit dir gemacht hat. So soll ich das gerade sagen. Was ist denn das, was er ausstrahlt? Ich will jetzt heute auch nicht schon wieder so viel Erklärbär spielen. Wir gucken einfach auf die Tagesenergien.
Und wer das ganz genau wissen möchte, der schaut gern mal in die Infobox. Ja, es ist schon so, dass er gerade sehr im Gefühl hängt und wichtig ist, wenn man das weiß, dass man ein bisschen vorsichtig mit seinen Worten umgeht. Er scheint mir heute etwas emotional zu sein und solltest du ein bisschen ruppig mit ihm reden, dann könnte es sein, dass bei ihm die Tränen anfangen zu fließen. Das hat er nicht immer, aber wenn er sentimental wird, ja, kann das schon mal passieren. Das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja auch eine Stärke, wenn man Gefühle zeigen kann. Was sagt sein Herz in deine Richtung? Ach, immer lass den Dingen Zeit. Ja, der Faktor Zeit, das scheint was Wichtiges zu sein für ihn. Für mich ist er ein Stück weit ein Davonrennen, weil manche Dinge, die kann man miteinander besser regeln als über irgendeine soziale Plattform. Alles wird zur richtigen Zeit offenbart. Für manche scheint da noch ein Geheimnis im Hintergrund zu brodeln. Um was es da geht, ist bei allen auch echt unterschiedlich. Aber der Neuanfang liegt hier auf dem Tisch. Wo steht er denn innerhalb eures Prozesses? Für all die, die jetzt bis hierhin irgendetwas anfangen konnten mit der Legung. Heute nicht. Heute ist nicht der Tag. Heute möchte ich nicht mit dir sprechen. Du hast was gesagt, das hat mich angetriggert. Meine Leidenschaft für dich ist riesengroß, aber ich lasse mit mir auch nicht den Molly machen. Und du musst auch nicht so tun, als wäre ich hier dein Sohn oder dein Schuljunge. Ich weiß schon selber, wer ich bin. Also, das ist jetzt gerade ein bisschen hin und her, aber es liegt so da. Das geht also scheinbar an all diejenigen, wo der Otto sich gerade nicht mehr meldet oder seit einiger Zeit nicht mehr meldet. Und du vielleicht irgendwas gesagt hast, was ihn getriggert hat. Nicht verletzt, weil die Verletzung, die gab es schon. Sonst wäre es ja nicht wieder an die Oberfläche gekommen. Man triggert nur, weil all das, was du nicht schon in jungen Jahren mal kennengelernt hast, das kann dich im Grunde nicht verletzen. Und diese alten Wunden, die wollen ja geheilt werden auf diesem Weg. Ich frage jetzt noch, was er sich denn von dir wünscht und dann machen wir ein kleines Neunerblättchen. Es ist auch manchmal interessant zu hören, wie gut man in der Lage ist, für andere Menschen zu denken. Ich weiß, da rutsche ich auch vielleicht schon mal gerne rein, aber manchmal weiß man ja schon, was der andere über gewisse Dinge denkt und unterstellt es diesem Menschen dann. Und manche, die machen die Türe zu, ohne vorher ein klärendes Gespräch zu haben. Also es ist, unsere moderne Welt ist nicht mehr so, wie ich das zu schätzen weiß, in guten und in schlechten Zeiten. Er bittet dich, authentisch zu sein und er bittet dich, manche Dinge nochmal zu durchdenken. Also wenn du die Türe zugeknallt hast, dann frag dich doch mal, wovor du genau Angst hast. Ist es wirklich er, vor dem du Angst hast, oder sind es deine Gefühle, vor denen du Angst hast? Er lernt gerade. Dass es wichtig ist, Gespräche von Herz zu Herz zu führen, dass es wichtig ist, transparent zu sein, dass es auch schon mal wichtig ist, sich zu erklären. In der spirituellen Welt wird so oft gesagt, du brauchst das nicht zu erklären, weil ich ja auch schon mal Dinge hier erkläre, wenn ich irgendwas verändere mit meinen Orakeln, weiß ich, dass ich das nicht brauche, aber Transparenz sorgt für Verständnis. Einzelkämpfer waren wir, glaube ich, alle lange und noch. Ich nehme für ihn jetzt einfach mal die Lennys und los geht's. Let's go! Otto und seine Gedanken, so grob gesagt, in den nächsten 24 Stunden. Und da liegt die holde Maid, aber die holde Maid, ja, die kann sich auch selber Blumen schenken. Die holde Maid ist so ein bisschen cool in seine Richtung, zumindest für die diese Legung jetzt heute ist. Obwohl, er weiß ganz genau, dass du den Schlüssel hast, um sein Herz aufzuschließen. Du weißt es ganz genau, wie dieser Schlüssel auszusehen hat. Du nutzt diesen Schlüssel nicht, du wendest dich ab und das sorgt bei ihm für ordentlich Kopfkino. Das sorgt für ihn da,
Also das sorgt dafür, dass er hier den König der Kör den Kön die Königin der, also hier liegt die Königin, ich habe gedacht, da liegt der König. Die Königin der Schwerter hat sich eben ein bisschen distanziert und rar gemacht und geht auch ein klein wenig kühl mit ihm um. Das sorgt aber auch dafür, dass er hier in den Kopf springt, zumindest im ersten Moment. Das sorgt dafür, dass auf beiden Seiten die Rollladen runtergemacht werden. Was daran Liebe ist, das habe ich bis heute nicht verstanden. Vielleicht kann es mir mal jemand erzählen oder erklären, weil dann verstehe ich das auch. Er schaut sich selber jetzt gerade noch mal an. Und für ihn ist klar, dass wenn er nicht in der Selbstliebe ist, er auch nicht wirklich jemand anders lieben kann. Er hat aber sein Herz direkt unter dich gelegt und für ihn ist das Herz auch die Verbindung zwischen euch beiden. Er schaut sich aber jetzt mal an, was es mit diesem Herzen auf beiden Seiten auf sich hat. Zu welchem Ergebnis kommt er denn? Der überlegt sich jetzt, ob es hier weitergehen soll oder ob es erstmal beobachtet werden soll. Ob es sein gelassen werden soll, ob er sich Hoffnungen machen darf, dass es wirklich Liebe ist, oder ob er denken soll, es ist nur ein weiteres Gefängnis. Er überlegt in den nächsten Schritten, ob es langsam oder schnell weitergeht, ob es langsam oder schnell zu Ende geht. Er würde sich auf jeden Fall wünschen, dass er miteinander spricht. Und zwar ohne Masken. Nicht hier, ich bin so cool, ich brauche dich ja überhaupt nicht, sondern hier aus dem Herzen heraus. Sich vielleicht auch mal verletzlich zeigen, weich zeigen, unterlegen zeigen. Wenn du dich öffnest, dann macht er auch auf, dann zeigt er sich so, wie er eben ist. Wenn du ihm aber zeigst, hier mangelt es an allem, du reichst mir nicht, du zeigst mir nicht das, was ich brauche, du gibst mir nicht das, was ich brauche, dann könnte es hier echt dunkel werden um diese Verbindung. Und da hast du ja nun auch, ne, so die Fäden mit in der Hand zumindest, gehören immer zwei Parts zu einer Partnerschaft. Der Tipp vom Universum in deine Richtung. Ich habe da jetzt mit einem echt richtig frohen Orakel gerechnet, weil ich heute schon so viel gelacht habe mit diesem Otto. Aber gut, soll es jetzt so sein. Ja, wie ist das denn? Warum hast du so einen Spaß daran, immer nur die Schattenseiten zu betrachten? Gibt es denn nichts, was gut ist zwischen euch? Warum erzählst du dir, ich ziehe mir hier eine rosarote Brille an? Ich habe mir hier was vorgemacht, wenn du doch gefühlsmäßig irgendwo nicht weg kannst von diesem Menschen. Schau doch deiner Wahrheit mal ins Gesicht und nutze mal dein drittes Auge, um Klarheit zu haben. Das ist aber die eine Sache und ich kann euch eine Sache versprechen. Auch die Intuition hat ihre Grenzen. Da kann man, wenn man das nicht ganz genau auseinanderhält, was drittes Auge und was die eigenen Ängste sind, kann man das wunderschön vermischen und hat dann hinterher echten Gehoddels, vor allen Dingen, wenn man versucht, den eigenen Otto zu interpretieren. Es sei denn, man hat echt eine telepathische Standleitung, die sich gewaschen hat. Aber das ist unterschiedlich. Das ist im Kollektiv einfach noch unterschiedlich. Ich kann euch einfach nur ans Herz legen, wenn ihr wissen wollt, was los ist, dann führt einfach mal ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Das ist sehr, sehr hilfreich. Steinchen. Ein unterstützendes Steinchen, was vielleicht auch die Kommunikation fördert. Das ist immer lustig. Also was heißt lustig? Mit allem Respekt. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor jedem, der sich bei mir meldet. Aber manche, die rücken halt echt nicht raus mit der Sprache, mit dem, was sie wollen. Und früher habe ich dann erspürt und habe dann Antworten gegeben, weil die Frage halt irgendwo schon im Raum stand. Ich wäre jetzt sehr dankbar, dass wenn sich jemand bei mir meldet, er eben auch mir mitteilt, um was es denn geht. Oder was er von mir wissen möchte. Der Howlit ist hier, da geht es darum, die Gedanken zu ordnen. Und der Blutstein,
Da geht es darum, die Vitalität zu steigern. Kann für manche ganz gut sein, mal zu gucken, was es für gescheite Nahrungsergänzungsmittel gibt oder noch besser, ob du dich vernünftig ernährst, so ernährst, dass ausgewogen ist und du alles aufnehmen kannst, was du brauchst. Manche dürfen gucken, was hat es mit dem Sport auf sich, mache ich zu viel oder zu wenig oder bewege ich mich zu viel oder zu wenig. Wenn es dir gut geht, wenn deine Vitalität okay ist, dann ignoriere, was ich hier gesagt habe. Das sind halt immer nur so kleine Hinweise am Rande. Wir nehmen noch einen Impuls mit. Und jetzt hat es schon wieder so lang geredet. Ja, Susannchen kann auch eine Labertasche sein. Wer bin ich, dass ich über andere richte? Bin ich makellos? Bin ich besser, nur weil ich anders bin? Ich urteile nicht und lasse alles so sein, wie es ist. Ich muss mich nicht um das kümmern, womit ich nicht einverstanden bin, sondern um meine eigenen Unzulänglichkeiten. Und trotzdem darf man natürlich schon mal äußern, womit man nicht einverstanden ist. Wichtig ist halt nur, und das ist schwer, das passiert mir nämlich auch ab und zu noch mal. Wichtig ist nur, die Sätze dann so zu formulieren, dass der andere sich nicht vorkommt wie ein Tuppes. Okay, wir nehmen jetzt zum Abschluss wie immer ein paar Zahlen, ein paar Zusatzbotschaften, die heute hier sehr schwungvoll rausgehüpft kommen. Wir haben die 9. Etwas Altes geht zu Ende. Das zeigt sich ja auch an hier mit dem Rad des Schicksals. Alter 56, 65 oder aber Jahrgang 65, 67, 69, 62. Mir fliegt die 24, die 42 an, Hausnummer, Telefonnummer, Postleitzahl, irgendein Anteil darin. 92, ja, die gehört nicht dazu. Löwe und Jungfrau und Stier. Jahrgang 92 habe ich schon gesagt, ne? Ja, ich glaube, das war es im Groben. Die 55 könnte man mal nachgucken, weil mir die auch noch ins Auge sticht, was so die Engelszahlen angeht. Suche Freude und bleibe beweglich. Schaffe eine Struktur. Etwas Altes geht zu Ende. Sammle die Ernte und befreie deine Herzkraft. Und das ist das Allerwichtigste. Wir reden nämlich hier von der Liebe und nicht von irgendeinem Vertrag. Wir reden von der Liebe und in der Liebe dachte ich immer, hat das Herz, ja, hat das Herz das Regiment. Natürlich, wenn du jemanden hast, der dich wirklich schlecht behandelt, dann ist das kein Otto, von dem ich hier spreche. Wir gehen davon aus, dieser Mensch meint es auch gut mit dir. Auch wenn er manchmal so was ist wie ein Porzellanladenelefant. Ja. Ich bedanke mich für deine Zeit. Lass dein Herz regieren. Ich freue mich, wenn ich irgendetwas von dir höre. Lass liebe Grüße da und bleib mir alle gesund und gern bis zum nächsten Mal. Bis dann.